Die heutige Präsidiumssitzung der SPD stand ganz im Zeichen der Frage, wie wir den Konjunkturmotor wieder in Gang bekommen. Und bei dieser doch sehr intensiven Debatte ist deutlich geworden, da gibt es eindeutig Unterschiede zur Position, die der Koalitionspartner hier einnimmt. Wir sind nicht der Auffassung, dass wir mit pauschalen Steuersenkungen, mit dem Abbau von Umweltauflagen, von Klimaschutz diese Konjunktur wieder in die richtige Richtung bringen. Sozialdemokratische Konjunkturpolitik heißt, wir stützen die Unternehmen punktgenau. Wir machen es zeitgenau, wir machen es zeitlich befristet. Mit etwa Abschreibungsbedingungen, die verbessert werden, aber auf der anderen Seite auch mit der klaren Ansage, es kann beispielsweise für die Autoindustrie nicht zu Förderungen kommen, die gleichzeitig alte Technologien fördern, die Abwrackprämien beinhalten, sondern es muss klar sein, wir wollen auch die Gelegenheit, jetzt die richtigen Weichen zu stellen, nutzen. Wir müssen die Nachfrage stützen, auch das gehört zu unserer Auffassung von Konjunkturpolitik. Kleine und mittlere Einkommen besser stellen, damit dieses Geld auch wieder ausgegeben wird, sowohl den Familien etwa zugutekommt, aber gleichzeitig die Wirtschaft ankurbelt. Und der dritte wichtige Punkt ist, dass öffentliche Investitionen immer der Träger einer konjunkturellen Ankurbelung gewesen sind. Und das bedeutet in diesem Fall vor allem die Kommunen. Und wir wollen bei den Kommunen gleichzeitig den am schwersten Betroffenen helfen, die Altschulden loszuwerden. Denn ohne den Abbau der Altschulden werden diese Kommunen nicht investitionsfähig sein. Und gleichzeitig sind alle Kommunen betroffen, weil die Gewerbesteuern enorm eingebrochen sind. Auch hier wäre eine Hilfe der Kommunen ein ganz wichtiger Beitrag zur Konjunkturankurbelung. Und da fordern wir alle auf, parteiübergreifend, dass wir diese Gelegenheit nicht verstellen. Denn hier liegt ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade vor Ort Kindergärten, Schulen, Straßen, Busverbindungen wieder in Gang zu bringen und damit auch einen Beitrag zur Konjunkturankurbelung zu leisten. Ja, meine Helden in dieser Krise, das sind die Familien. Das sage ich voller Stolz auch als Mutter von drei Kindern. Und deswegen bin ich froh, dass die SPD heute unserem Vorhaben, die Familien ganz besonders zu schützen und zu stützen in dieser Krise, auch nochmal bestätigt hat mit einem Positionspapier. Wir haben in den vergangenen Wochen hohe Einkommenseinbußen bei den Eltern, bei den berufstätigen Eltern sehen müssen, aber auch eine starke Belastung eben durch den Wegfall von Kinderbetreuung und Schulunterricht. Auch wenn diese jetzt langsam wieder anlaufen, sind wir von der Normalität noch weit entfernt. Deswegen war es wichtig, dass die Lohnfortzahlung nach Infektionsschutzgesetz jetzt verlängert werden wird und auch flexibilisiert werden wird, so dass Eltern eben auch ihre persönliche Situation gut drauf anpassen können auf die aktuellen Situation eben da bei der Betreuung und im Job. Darüber hinaus haben wir uns jetzt vorgenommen, für die Verhandlungen zum Konjunkturpaket für Familien einen Kinderbonus je Kind von 300 Euro auf den Weg zu bringen. Das ist sowohl eine Konjunkturhilfe als auch eben eine Unterstützung für Familien. Kaufkraft bei Familien stützt auch die Konjunktur, stützt aber eben auch die familiären Strukturen. Darüber hinaus wollen wir mittelfristig das Familienministerium mit Franziska Giffey, unserer Ministerin, damit beauftragen, das Konzept der Familienarbeitszeit, das seinerzeit von Manuela Schwesig in ihrer Zeit erarbeitet wurde, auf den Weg zu bringen, dafür einen Gesetzentwurf vorzulegen, so dass Eltern ihre Arbeitszeit partnerschaftlich reduzieren können, um die Kinderbetreuung besser bewältigen zu können und besser auch mit ihrem Berufsleben in Einklang zu bringen. Dafür gäbe es dann ein Familiengeld von insgesamt 300 Euro, das die Familien entsprechend unterstützt pro Monat.